Ja, das ist schon Spirit besser. Rise. Schau mal den Baum an. Creepy. Man kann man nicht anreden. Ja, leider. Der hat ein Gesicht gehabt. Der da oben der hat auch. Ein Gesicht. Schau mal sehen, ob ich mehr Schaden jetzt mache. Nee, ich glaube Intelligenz war mehr Schaden. Stimmt, ja. Aber du machst trotzdem gut Schaden. Wahrscheinlich einfach nur durchs Level up. Ja, mal sehen, ob ich ein bisschen Roulette-Glück habe. Vor allem, was ist das für ein dummes Roulette, ne? Spike. Geil. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte nämlich mal kurz gucken. Kann man irgendwo ein bisschen mehr an Statuswerten sehen als nur das hier? Was willst du denn noch sehen? Da oben. Attack, Defense, nee. Irgendwie sowas wie Magic Attack. Anscheinend nicht. Wenn es hier unter den Statuswert nicht ist. Ich gebe mir erstmal einen Bonbon. Okay. Uah, ich bin gerade müde. Sorry, Leute. Ich verschwende irgendwie die meisten unserer Bonbons, glaube ich. Aber sind wir da nicht hergekommen? Nein, wir sind gerade von unten gekommen. Ja, schon klar. Aber ich meine, wo wir den Weg entlang gelaufen sind. Also den Originalweg sozusagen. Keine Ahnung. So, auf all enemies. Ich zauber uns einfach hier durch. Aber warum nicht? Ja, jetzt haben wir ja mehr als genug Walnüsse dafür. Jetzt macht's ja auch Spaß. Genau. Jetzt kann ich auch mal was tun. So, ihr gebt mir, denke ich mal, mehr Spirit dann. Ja. Ha. Weiter geht's. Was bist du denn für eine... Was? Ja. Nu? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das ist gut. Wir können mal speichern, mal eben fix. Am besten machen wir bleiben einen dritten Speicherstand auf, ne? Ja. Wie mir das Zaubern jetzt gefällt. Mhm. Ich mache jetzt nur noch Zauber die ganze Zeit. Normale Angriffe bringen ja bei den Viechern nichts. Oh doch, die Bienen gehen doch schnell. Ach. Minimal. Ja, hier sind wir gelandet. Hier war eine Sackgasse. Mhm. Moment, die machen wir immer schon. Aber hier gibt's irgendwas. Schau mal her, hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Weg, dann, wo wir dann hinkommen. Oder? Anscheinend. Na, noch eine Runde? Gerne. Schade, dass man hier nicht mehr seine Zauber so trainieren kann wie in Secret of Mana 1. Das fand ich cool. Also haben jetzt alle mal eine feste Stärke, oder wie? Ja, die Stärke richtet sich jetzt nach deinen Statuswerten. Mhm. Nicht mehr nach dem Level. Hier ist auch nichts. Kann man hier irgendwas machen? Weiß nicht, kannst du irgendwas ansprechen? Nein. Die Blumen, ja auch nichts, nö. Oben vielleicht irgendwas. Ach, die sind auch wieder da. Okay, hier glaube ich, kann ich auch ein bisschen normal angreifen gegen die Bienen, hast du ja gesagt. Ja, gegen die Bienen, das ist sinnvoller. Ah, du hast auch ein Level-Up. Ah, Strange kann ich gerade nicht. Dann werde ich jetzt... Agility. Kannst du eigentlich auch irgendwas lernen? Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möchte mal was testen. Warte mal. Da, ja. Schon da rein. Miau. Tschüss. Ja. Du warst nah dran. Ja, das tut bestimmt weh. Okay, ich kann das Ding hier nicht angreifen. Vielleicht können wir es heilen. Nein. Wo wir gerade dabei sind. Nein, du sollst nicht.
Kann ich schnell irgendwie unterbrechen? Zu spät. Nein. Nein. Ich wollte noch gerade rausrennen, aber es war auch zu spät. Ich wollte eigentlich Sui heilen. So halte ich mal selbst. Ja, geil, wie ich da vorne im Vordergrund stehe. Halt, ich will da hochgehen. Ich will da hochgehen. Keine Ahnung, ich möchte jetzt einfach da hochgehen. Hier kommen wir doch her, oder nicht? Ja, genau, das ist diese eine... Deswegen möchte ich gucken, was da unten ist. Ja, da sind wir auch hergekommen. Das ist so ein Rundgang. Ach so. Das macht Sinn. Ja. Oh. Pui Pui Gras. Pui Pui Gras. Irgendwas in der Wand versteckt? Hier? Nein. Ich muss irgendwie in die Nähe kommen, damit ich wieder so einen kleinen Gedächtnisschub habe. Mhm. Aber irgendwie... Bis jetzt kam noch nichts in meinem Hirn. Es liegt vielleicht daran, dass kein Hirn vorhanden ist, aber... Ich glaube, wir waren noch nicht in der Nähe. Holy Ball. Holy Balls. Oder auch Dragon Balls genannt. Ganz genau. Round Drop. Round Drop. Dieser Baum macht mich nervös. Wo könnten wir denn lang gehen? Ich hab keine Ahnung. Hier ist ja schon mal nichts. So können wir hier weiter. Ist das ein Bug? Stirb. Gelbi. Ich kann mich noch erinnern, dass der Windmannerstein auf einem Berg war. Irgendwo in Roland anscheinend. Oh, scheiße. Gerade warte mal. Gelaufen? Nee, hier ist nichts. Sackgasse. Düdüm. Düdüm. Hm. Schau mal. Ah, nein, nein, nein. Warte. Bevor du ins Loch springst. Hier ist nichts. Okay, jetzt darfst du ins Loch springen. Vielleicht sollten wir mal im Schloss nachfragen, wie wir weiterkommen. Oder wir schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen weiter blöd um. Das war die Sackgasse. Die kann ich immer mal schnell töten, die dann halt nicht. Die hätten sicher ein paar gute Erfahrungspunkte gebracht. Die waren nämlich Level 7 im Gegensatz zu den Level 6 an hier. Ach, komm. Der eine Minus hat sein Gesicht verloren. Ja. Wobei ich bei Mino eigentlich froh wäre, wenn ich mein Gesicht verlieren würde. So. Moment, da war was. War hier was? Ach, noch ein Gegner. Ach du mein Gott. Ja, egal. Ich mach hier keinen Schaden. Gibt trotzdem 6 Erfahrungspunkte. Ja. So, jetzt gehen wir da mal nochmal runter. Das hat sich ja aus einer Höhle verändert. Das könnte auch gut sein, ja. Vielleicht wurde die Brücke ja wieder aufgebaut. So ganz wundermäßig spontan. Und so, ne? Pui Pui Grass. Ich glaube es zwar nicht, aber... Also ich muss sagen, die Drop Rate hier, dieser Kisten, ist sehr viel höher als in Secret of Mana 1. Ja, das stimmt. Aber dafür sind die Rollen... Ja? Ja. Dafür sind halt auch immer ein paar gute Fallen drin. Ab genau. 8 EXP. Ja, das nur, weil die ein Level höher sind. Ja, dafür, ich muss ja sagen, dieses Roulette ist hier um einiges gemeiner gemacht worden als bei Secret of Mana 1. Ja, um ein ganzes Stück gemeiner. So, hier irgendwo was. Vielleicht können wir wieder rüberfliegen mit der Fee oder so an dem Loch. Jetzt schauen wir erstmal, ob die Brücke. Nein, die Brücke ist noch kaputt. Ja, warte, ich will halt vielleicht, wie gesagt. Ja, ist ja gut. Meint die Fee da plötzlich, oh komm, ich lass euch rüberfliegen. Nein. Nee. Blöde Fee. Ich glaube, dafür ist die Brücke zu groß gewesen. Um irgendwas. Hallo? Nee, dann gehen wir wieder zurück ins Schloss. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Vielleicht haben die einen Anhaltspunkt für uns. So nach dem Motto, du musst nun dahin. Oh, ich habe keine MP mehr. Ach, wobei, für das bisschen da oben ist ja schon direkt gleich das Schloss, eigentlich. Ja, richtig. Aber dann fällt mir wieder ein, wir haben es ja. Von daher, scheiß drauf. Wir können verschwenderisch sein. Genau.
Wahrscheinlich gibt uns ein Minus sogar schon genug, um wieder eine neue Walnuss zu kaufen oder so. Ha! Hast du gesehen? Ich bin hochgegangen und der obere wurde auch noch getroffen. Ja. Können wir irgendwo nochmal sehen, wie viel Geld wir gerade haben? Ah, der geht ja nicht im Kampf. Ich möchte gerne wissen, wie viel einem so ein Minus bringt. Wir haben jetzt 1721. Okay. Kannst ruhig mal rausgehen aus dem Menü. Das bist du, glaube ich. Oder? Nee, du warst das. Okay. Wie viel haben wir? 1721? Okay, jetzt sind gerade keine Minusse da. Moment, gleich. Im nächsten Bildschirm kommen ja nochmal welche. Okay. Gut, dass du so sehr mitgekämpft hast, Sui. So, jetzt haben wir 1774. Und hier sind, glaube ich, drei Stück, oder? Zwei, okay. Die heißen zwar Molby, aber die heißen in Secret of Mana 1 Minus, also nennen wir die auch Minus. Wie viel hatten wir jetzt? 74, oder? Genau, 1774. So, jetzt haben wir 1806. Das heißt, wir haben eine Differenz von 32. Ja. Das heißt, einer gibt... Na gut, 16. Ach, 16, ja. Töten drei gut. Stück und haben schon fast genug für eine neue Walnuss. Passt ja. So, gehen wir mal eben. Wir können uns auch hier noch ein bisschen umschauen. Das geht auch. Noch mal in die Kneipe hier, so wenn es tags ist. Na, ich weiß es nicht. In der Kneipe findet man immer gute Informationen. Wenn denn jemand da wäre. Aber wo sind denn alle hin? Niemand da. Ich sehe es schon. Ja, gehst du in die Kneipe, wenn es Tag ist? Mal im Ernst. Ja, ich war auch schon mal so gegen 6 Uhr in der Kneipe. Das ist nicht mehr Tag. Es ist auch Abend schon in diesem Spiel. Was? Wie, jetzt ist deine Kanone da? Du uns verarscht, er hat doch eben noch gemeint, dass die Kanone wird noch ein Weilchen dauern. Das ist aber wieder nur ein Köter. Ein wacher Hund. Der macht aber nichts. Ich will sehen, was der sagt. Der knurrt dich an. Okay. Ich glaub, der mag dich nicht. Aber ich bin auch ein Hund. Ja, deswegen ja. Ach so. Das ergibt Sinn. Nicht. Wieso ist jetzt eine Kanone auf dem Schlosshof? Wenn die Frau nicht gelogen hat. Das werden wir gleich sehen. Ja. Wo hast du die her aufgebaut? Wie? Warum? Oh, my brother's cannon is also up. Are you ready to go to Maya? Ja, dann. Ich schicke euch aber durch die Prärie, damit ich in der Zeit meine Kanone hier hinstellen kann. Na, dafür haben wir aber jetzt auch schon ein Level abgekriegt und wir haben gut Geld. Ja, und Walnüsse viele. Immerhin klappt seine Kanone ein bisschen besser als die seines Bruders. Die Frage ist, ob wir da überhaupt hin müssen. Wir sollten doch jetzt nach Payo, Polo, Pilo? Wie ist die Stadt nochmal? Ich habe keine Ahnung. Free City Maya. War nicht Pilo, Pato, Poto, irgendwas, diese Stadt, die Stadt, in der der Bug... Obwohl, ne, der Bug wurde ja nur in der deutschen Version ausgelöst. It's face for time to travel network und so. Der Ursprung der Kanoni-Brüder. Ja, richtig. So, sollen wir nochmal heilen gehen? Schauen wir mal ganz kurz, Ja, lauf mal. Ich hab... Ja. Was sagt der hier? Nö, der kann nicht weg. Okay, nee, der will nicht. Der andere Matrose da? Nein. Hier sind noch Judd. Seltsam. West of here, die Golden Road. Stimmt, nach Bizell könnten wir vielleicht jetzt. Die Invasion ist doch vorbei, oder nicht? Das könnte sein, ja. Gut, dann gehen wir jetzt. Was hast du am Ende noch gesagt? Road. The Golden Road has always been a... ever since the monster took over. Ach so, hardly anyone. Okay, ja, gut, dass da Monster sind, wissen wir eh schon. So, lass mal nochmal eine Runde pennen. Kein Problem, wo waren das denn? Links. Hier nicht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Genau. Also eigentlich haben wir nichts erreicht. Pennen wir eine Runde. Good night. Good fight. Ich schlafe wie immer nackt. Finde ich gut. Ja. Undini's Day. Ich find's so schade, dass wir nicht in einem Bett schlafen. Warte mal. Nicht in einem Let's Play. Du könntest zumindest menschlich sein, bevor du sowas machen möchtest. Ja, ich weiß. Wolfsmenschen sind halt einfach mal zu haarig. Ach, der Hey, du hast keinen Dach.